Hallo Playstone, freut mich, dass du reinschaust. So, Dark Souls 2. Was für ein Level habe ich denn jetzt? 212. Das klingt nach viel. Ist es auch. Jetzt ist die Frage, mache ich erst den... Ich probiere ihn, glaube ich, nochmal. Ich sehe besser aus. Aha. Meinst du meinen Charakter? Oder meinst du mein hübsches, reales Gesicht? Genau. Und zwar, ich habe jetzt dadurch, dass ich das alle drei DLCs durch habe, jeweils die Endbosse gelegt habe, da kriegt man jeweils eine Krone. Und wenn man diese Krone an einem bestimmten Ort bringt, dann kriegt man einen Segen und dann werden alle Kronen, die man hat, mit einem Buff belegt, dass man, wenn man stirbt, nicht mehr zombie-mäßig aussieht. Das heißt, ich muss mich jetzt nicht mehr drum kümmern, mich irgendwie wieder zu beleben. Und das ist sehr cool. Okay, Dragon Lake Castle. Ich muss gucken, wo der Typ jetzt ist. Es gibt drei Stellen. So, Dragon Lake Castle. Uah. Ne, ne. Und schon auf Bleeding. Herzlichen Glückwunsch. Rope of Judgment. Was übelst praktisch ist, weil ich hatte ja, wenn man... Dankeschön. Deins auch. Ich hoffe, dass dich die Krankheit nicht so mitnimmt. Ich meine, ihr seid ja alle geboostert und geimpft und alles. Insofern habt ihr eine gute Chance auf einen milden Verlauf. Es ist so ultra praktisch, weil ich habe vorher immer einen Slot, einen Ringslot verwenden müssen, wenn ich zu sehr zombifiziert war. Dann kriegt man ja Lebenspunkte abgezogen. Und da gibt es diesen Ring of Binding. Und den brauche ich jetzt nicht mehr. Der reduziert nämlich den Lebenspunkt Abzug. Hallo Hisu! Winke, winke. Freut mich, dass du auch mich mit deiner Anwesenheit beglückst. So, da ist der Typ. Na, ja. So, give Was human machst effigy. du, if Jetzt muss ich gucken, an welcher Stelle ich den Kerl. May the dark. Ja, das wiederholst du gerne. So ungefähr. Wir schustern uns gegenseitig Views zu. Bei mir ist es momentan echt interessant, weil ich habe den Affiliate bald, wenn das so weitergeht. Deswegen versuche ich noch den ein oder anderen Viewer zu kriegen und natürlich Content zu liefern, der allen gefällt. Ich will ja nicht einfach nur Viewer haben, um des Viewers habens willen. Aber ich brauche halt im Schnitt drei Viewer, damit ich den Affiliate kriege. Wie passend. Und natürlich fehlt ein Schlag. Okay, hat geklappt. Und genau, wenn ich den dann hab, dann bin ich auch nicht mehr ganz so needy, sag ich mal. Aber ich habe mir schon so schöne Fuchs-Emotes rausgesucht. Ich hoffe, dass der Künstler antwortet. Und zwar habe ich ja so ein bisschen nach Fuchs-Emotes mich auch umgeschaut in den letzten Tagen. Ach, du glaubst es nicht. Mich nach Fuchs-Emotes umgeschaut. Und die. Da gibt es welche, die sind eigentlich für Telegram, also ein Discord-ähnliches Programm. Und. Da frage ich mich auch gerade. Das Blöde ist, und das ist bei dem Spiel passiert das leider ziemlich häufig, wenn du im Rücken des Gegners stehst und zuschlägst, dann startet er schon mal die Animation für den Backstab. Und wenn er dann irgendwie trotzdem gerade selbst noch in der Bewegung ist oder ein bisschen zu weit weg, das passiert nur im Zweier, dann wird die Animation ausgelöst. Das heißt, ich bin eine Sekunde in der Animation gefangen, kann nichts anderes machen, aber ich krieg den Backstab nicht. Und das war im Endeffekt das, was mich in die Bredouille gebracht hat.
Jetzt die Frage. Oh, hallo. Aber du siehst, ich bin jetzt gerade gestorben und habe meine... Bin nicht zombifiziert worden. Insofern ist das schon mal ganz gut. Na gut, probieren wir das Ganze nochmal. Ja, auf jeden Fall habe ich mich nach Emotes umgeguckt. Und es gibt einen Künstler, von dem haben mir sehr gut welche gefallen. Die sind aber, wie gesagt, für Telegram. Und da sind die Sticker ein bisschen größer. Und man kann die halt logischerweise kleiner rechnen. Und dann hoffe ich, dass sie noch gut aussehen. Und ich habe den jetzt einfach mal gefragt, ob er Erfahrung damit hat. Plus, er hat angegeben, die sind nicht für kommerziellen Gebrauch gedacht. Und ich weiß nicht, ob in dem Fall kommerzieller Gebrauch heißt, ich darf es nicht auf eine Tasse drucken und die Tasse verkaufen zum Beispiel, was ich verstehen kann. Aber streng genommen, wenn ich Twitch-Affiliate bin, kann ich ja auch ein bisschen, das wird nicht viel Geld sein, aber kann ich auch damit Geld verdienen. Und ich bin blöd. Jetzt hat der Backstop geklappt. Und ich weiß nicht, ob das da auch drin ist, dass ich das nicht machen darf dann. Ups. Ah. So, jetzt machen wir erst den da hinten. Der hat mich nämlich auch gerade genervt. So. Das wird er wirklich gebacksteppt, der Kerl? Nein, wird er nicht. Nee. Cheater. Alle Gegner sind Cheater. Alle KI-Gegner sind Cheater, natürlich. Erstmal meine Seelen. Das ist zwar jetzt nicht so viel, aber... Oh Gott, ich bin gerade in der Steuerung von Elden Ring. Geht denn das nochmal? Dieser Typ macht mich fertig. So geht das. Siehst du schon wieder? Wollte der den Backstep machen und... Und es hat nicht richtig geklappt. So, jetzt ist der weg. Jetzt muss ich da hinten hin. Nee, hier ist die Flamme schon an. Wo geht's denn lang? Ah, in die Richtung. Das passiert leider. Wie gesagt, weil ich jetzt auch sehr viel Elden Ring spiele und die Steuerung ist zwar fast die gleiche, aber halt auch nur fast. Das Springen ist da auf einer anderen Taste. Und... Nee. Und... Jetzt. Und... Was war das? Ja, Springen ist auf Dreieck und hier ist auf Dreieck... Waffe einhändig bzw. zweihändig nehmen. Das macht halt schon einen Unterschied. Und das Springen und die Sprungattacke, die ich in Elden Ring so gerne benutze, ist halt hier mit R2 nach vorne drücken. Und Springen ist hier auf der Laufentaste. Das heißt, wenn ich hier renne und links muss ich halt dieselbe Taste, die ich fürs Rennen benutze, nochmal drücken. So, jetzt müsste ich eigentlich zum Boss kommen. Wir werden sehen. Ja, komm ich. Ja. Komm runter. Boah, wäre das toll, wenn ich jetzt Fernkampf hätte. Das explodiert, das Ding. Oder? Uah! Die explodieren beide. Upsi. Ah!
Den Typ kann ich nicht gut. Da lollt die einfach, die Frau. Das ist ja fies. Danke, ich liebe dich auch, mein Stern meines Lebens und so ein Zeugs. So, ich will mal ganz kurz was schreiben. So. Moment. Wo bin ich denn da? Da. Bin sofort wieder bei euch. Jetzt weiß ich nicht, was ich schreiben wollte. Da. So, jetzt. Jetzt ist eine gute Frage. Oh, da ist der Fette. Jetzt ist eine gute Frage, ob ich das später nochmal probiere. Ich traue mich an den nicht so ran. Das ist immer das Problem, weil der kostet mich jedes Mal so ein Human Effigy. Ich meine, ich habe 46 davon, dann werde ich es doch hoffentlich irgendwann schaffen. Aber es dürstet mich ein bisschen mehr danach, das hier zu schaffen. Dass wir noch ein bisschen mal zu diesen komischen Blitz-Pegasus-Pferden. Das sind ja keine Pegasi, aber. Diese Blitzpferde da. Kriegen. Genau. So. Okay. Dieses Ding kennen wir. Die Sonne muss halb rechts sein. Oder ziemlich genau rechts von mir. Ich bin jetzt durch das Gebiet auch schon quasi durch. Es kommen nur öfters halt noch diese Pferde. Und wenn ich die noch ein bisschen abfarme, dann kann ich da irgendwann durchrennen. Dann dauert das jedes Mal ein, zwei Minuten, bis ich auf der anderen Seite bin, aber... noch ein bisschen weiter? Na, die Richtung ist, glaube ich, ganz gut. Da vorne sind die Gebäude. Immer gut hören. Bisher kein Pferd in Hörweite. Ich renne nur geradeaus. Uah. Okay, Gebäude 1. Okay. Ja, das ist der, das Gebäude hier. So. Ach, im W-Shiften bin ich gut. Nur ist das hier kein W und ich drücke kein Shift, aber ihr wisst, was ich meine. Oh, oh, jetzt höre ich ein Pferd. Gut. Und schon bin ich am Ziel. Der Eingang ist da. Hallo Nachbarin. Ich habe 6 Viewer und ich bin super dankbar dafür. Vielen Dank, dass 6 Leute da sind. Das ist total genial. Nee, die Seelen, die spawnen nicht. Die sind permanent da, bis ich halt nochmal sterbe oder bis ich sie aufsammle. Das heißt, ich könnte jetzt theoretisch das gesamte Spiel 25 Stunden lang was anderes machen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich hatte mit einem dieser Viecher... Das ging. Das ging. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es mit zweien wird. Hallo. Du Tiger, du.
Well done, Amarok. Oh Mann! Huch! Du sollst dich schneller heilen! Ach je, je. Heilungssteine sind halt deswegen ganz cool. So, jetzt kommt Nummer 2. Das klappt schon ein bisschen besser als mit dem Dolch. Ah, du machst das auch. Okay, nur einer getroffen, das ist gut. Okay, einer weg. Noch einer. Okay, das ist bisher der beste Versuch, den ich jemals gegen die zwei hatte. Okay, wenn nur einer trifft, ist das nicht so schlimm. Hast du eine Phase 2? Das ist bestimmt doppelt so viel Schaden wie vorher. Nein! Oh Mann, das waren zwei sichere Hits. Bastardschwert ist at risk. Bastardschwert ist broken. Wow. Heilst du dich? Jetzt mache ich keinen Schaden mehr und er heilt sich. Das ist awful. Das verliere ich deswegen. Müsste ich im Kampf meine Ausrüstung wechseln. Das ist etwas, was ich gut kann. Da, egal was für eine Waffe. Okay, nicht egal was für eine Waffe. 40 Schaden? Wieso mache ich überhaupt keinen Schaden mehr? Verstehe ich nicht. Ich habe es nicht verstanden. Warum erstens meine Waffe kaputt gegangen ist, warum zweitens ich keinen Schaden mehr gemacht habe. Warte. Das ist ja blöd. Ivory King, DLC, Bosses. Das ist doof. Ich hatte das ja fast. Ich habe gedacht, hey, im ersten Versuch geschafft. Cool. So. The Pit King's Pets. Strategy Hints. You get low on health, bait chance to heal, get close, bla bla bla, das ist klar. HP faster and you can do what you can. Ach so. Okay. Ich habe trotzdem keinen Schaden mehr gemacht. Das ist saublöd. Das ärgert mich ein bisschen. Okay. Blue Flame.
0 plus 138. Ich habe das da, das Drakeblood Sword habe ich auf Level 2, auf Maximum Level. So, ich muss jetzt erstmal, also, jetzt wird es natürlich erstmal kompliziert, weil ich muss Travel. Ich brauche ein paar Punkte, um zu reparieren. Das heißt, wir gehen nach Dranglake Castle. Okay, anderes Moveset. Na, schön, das ist auch ganz gut. Jetzt muss ich erstmal reparieren. Und dann gehe ich halt mit zwei Schwertern in den Endkampf. Hätte nicht gedacht, dass das Schwert das nicht aushält. Uah. Die Radiant Life Gems sind halt auch ziemlich cool. Ja. Mhm. Oh, den habe ich. Dann kommt der da. Nein! Brauch mich nicht mega anzustrengen, die sind selbst mit Button Smashing kein Problem. Okay. Da hinten. Repair 2200. Gut, es lag nicht an der Ausrüstung. Also nicht an der Rüstung. Lassen Sie mich kurz überlegen. Ich glaube, für den einen muss ich tot sein. Dann kann ich sogar nochmal die eine. Warte, Aldias Keep. Ich will einen kleinen Abstecher machen. Und zwar da. Es gibt hier in diesem Gemäuer einen Typ in einer Zelle und der hat eine Queste für einen. Die finde ich ganz nett gemacht, weil diese Queste beinhaltet, dass du NPCs umbringen musst, aber der will halt immer nur als Beweis, dass man ihm einen der Gegenstände der NPCs bringt. Und man kann die Gegenstände alle auf eine andere Art bekommen. Das finde ich ganz nett. Das ist ein bisschen lästig. Jetzt mal einfach nur warten. Ganz schön viele Lebenspunkte, der Kerl. Hey! So was aber auch. Et voilà. Aber wie ich schon sagte, ich denke, ich muss tot sein, damit der Typ mit mir redet. Der hat so zwei Persönlichkeiten. Die eine ist halt, wenn man lebend ist, dann redet er ganz normal mit einem und wenn man tot ist, dann gibt er einem diese andere Quest. Okay, dann muss ich jetzt einmal kurz mich opfern.
Was tut man nicht alles für Sidequests? Nein, okay. Ich bin so verwöhnt, weil das Elden Ring springen, dann kann man so schön hochspringen. Das geht in dem Spiel hier nicht. Da springt man nur so ein bisschen. Gut. Ich bin eine schöne Steinstatue. Das Totenlevel bleibt. Das merkt er sich sogar. Krass. Warte. Wo ist der Speicherpunkt? Hallo, Alias Keep? Ah, das ist Alias Keep. Geht schneller, wenn ich mich porte. So, natürlich möchte ich meine Seelen nochmal haben. Deswegen ein kurzer Abstecher da draußen hin. So, jetzt. Jetzt redet er mit mir. Was ist Choice? Jo, schon. Gilligan, den haben wir. Also den habe ich nicht umgebracht, aber von dem kommt man sich so eine... Dispelling Ring. Von dem konnte ich eine seiner Brückenminiaturen kaufen. Das ist der Typ, der die Brücke Leiter in Majula gesetzt hat. Kale? Okay. Ja, wir machen. So. Kale, das ist ein Typ, der an einer bestimmten Stelle im Anfangsdorf rumsitzt und von dem brauchen wir den Helm. Nee, du bist nicht Kale. Tschüss. Wieso höre ich? Ah, das sind die Schweine daneben. So, hallo Kale. So, mit dir muss ich jetzt einfach nur so lange reden, bis du mir deinen Helm gibst. Oder? Wie kriege ich seinen Helm? Ich lese nach. Kales Helmet. Ich dachte, er gibt ihm einfach so. Seine Rüstung, Quirz, Queste, bla bla bla. Geschenk von Kale, nachdem man alle 8 Feuer auf der großen Karte. Und wie kriegt man diese Zauber, diese Feuer an. Ich glaube, ich habe nämlich nur 7. Majula Menschen. Fires. Bonfires. Nee. Characters. Nee. Lass mich gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wie kriege ich das 8. Bonfire an? Falls das jemand zufällig weiß,
This is achieved once all bosses in the game have de been defeated. Okay. It's an optional boss. What is character? His voice. Blah blah blah. Description. Locations. Lore. Plot. Summoning. Lore. Centric character. Ich bin gerade noch eine kurze Sache am Lesen. Take the bearer of the curse before they can take the throne of one, seeking to test him. Okay. Ich will mal überlegen, ob ich den Endboss des Spiels einfach machen soll. Weil dann kann ich diese Quest auch weitermachen. Wo ist meine Krone? Sunken King. Da, King's Crown. Oh. Weil vorher kann ich die Questen noch nicht weitermachen. Das sei denn, ich müsste halt dafür Kale umbringen, aber das will ich nicht. Dark Souls hat eine richtige Story. Ich bin noch untot, wenn ich das so mache. Schade, dann muss ich tatsächlich so einen Teil nehmen. Also es hat eine richtige Story und man kann die theoretisch auch herausfinden. Nur die Infos sind in dem Spiel immer so dürr gestreut, dass es halt schwierig ist, wirklich alles rauszukriegen. Prinzipiell geht es im Zweier darum, ein König hat Krieg gegen irgendwelche Riesen geführt. Und gerade noch zur richtigen Stelle porten. Da. Oh ne, das ist richtig. Und hat dabei irgendwelche Seelenkünste, also das ganze Zeugs mit dem Seelensammeln und dem ganzen Krams. Mehr oder weniger ersonnen. Und genau, und letztendlich ist das Königreich halt untergegangen. Der König ist zu einer leeren Hülle auch geworden. Ja, das ist so die grobe Story. Und es gibt einen, seine Frau, glaube ich, die Königin, die diesen King's Ring? Die den Thron dann haben will. Also die Story ist nicht so mega tief und komplex, sondern eher so der Aufhänger, dass man, dass halt diese Welt so ist, wie sie ist. Die im Einser ist ähnlich, aber ein bisschen interessanter, finde ich. da war halt am Anfang gar nichts und später kam das Feuer und damit wurden dann Leben und Tod geschaffen, Licht und Dunkelheit, Gut und Böse und solche Sachen. Und dann kamen die Drachen und die wurden dann von den ersten Herren des Feuers mehr oder weniger ausgelöscht. Und es gibt dann einen Sonnenkönig oder König des Feuers quasi, der nennt sich Gwyn, das ist der Endboss des Spiels. Und es geht letztendlich darum, dass man diesen König besiegen muss, um seinen Platz einzunehmen. Also auch nicht so eine mega komplexe Story, aber ja. Man kann aber auch sich dazu entscheiden, den König zu töten. Und haha. Und diesen ewigen Kreislauf. Genau, ja. Okay, naja. Genau, diesen ewigen Kreislauf zu unterbrechen. Das mache ich eigentlich immer. Hui. Hallo, Leute.
So, die muss man beide ungefähr gleichzeitig... Ach! Das Spiel macht mich wahnsinnig. Die muss man gleichzeitig umbringen. Weil die sich gegenseitig wiederbeleben können. Hör auf zu blocken. Vom Dreier, ehrlich gesagt, weiß ich nicht mehr. Ich hätte die leichter eingeschätzt. Oh. Mann. Hat der eine seine Blitzwaffe verloren, jetzt fängt der andere damit an. So, jetzt habe ich ein paar Sekunden Zeit. Stirb! Okay, hat gereicht, um so beide zu kriegen. So, bevor jetzt der nächste Boss kommt. GG, dankeschön. Bevor jetzt der nächste Boss kommt, porte ich mich raus. Und levele, weil es geht direkt weiter zum nächsten Boss. Also theoretisch kommen jetzt drei Bosse hintereinander. Und die kann man aber immer unterbrechen, quasi diesen Kreislauf. So. Vitality. Das macht nicht mehr Schaden. Na, nehmen wir das doch. Okay. So, habe ich noch irgendwas zum... Oh, cool. Soul of the King. Ich esse jetzt alle Seelen. 50.000 ist gut. 16.000 ist auch gut. Das reicht, glaube ich, zum Leveln, oder? Nein, noch nicht ganz. Jetzt reicht es zum Leveln. Bearer of the Curse. Ein Lebenspunkt. Ich steige jetzt Dex, auch wenn es mir nicht viel bringt, aber irgendwann steigt der Schaden meiner Waffe dann doch nochmal. Okay, dann Dranglake Castle. Weiter geht's. Okay. Hey. Besser. Ich muss mal gucken, ob ich diesen Ring of Restoration durch irgendwas anderes ersetzen kann. Ich weiß, was ich noch machen kann. Jetzt mache ich erstmal Boss. Das Gute ist, der Boss hat eine Curse-Aura, vor der man sich normalerweise fernhalten sollte. Aber dadurch, dass ich diese Krone aufhab, bin ich immun dagegen. Und Curse hat denselben Effekt, als würde ich sterben. Das heißt also, dass meine Lebenspunkte runtergehen, ich aussehe wie ein Untoter und alles, aber die Krone macht mich, wie gesagt, immun dagegen. Das heißt, das ist eine Sorge weniger für den Kampf. Nee, ist nicht der Ring of Restoration, sondern es ist die Krone, die ich hier aufhab. Da, diese King's Crown.
Und zwar steht jetzt nicht dabei, dass ich immun dadurch bin. Der Ring of Restoration macht einfach nur, dass ich Lebenspunkte regeneriere. Ich bin am Überlegen, ob ich den vielleicht austausche. Aber ich weiß nicht, was ich sonst machen soll. Dex Greatly Reduce Enemy Stamina, Dex ist egal, Magic Increases Attacks. Increases Maximum HP wäre vielleicht noch was. Das ist halt schwierig, weil die Regeneration der Lebenspunkte geht so langsam, dass es sich fast nicht lohnt, den zu haben. Slows Equipment Degradation wäre vielleicht ganz gut, damit dieses Schwert nicht kaputt geht. Royal Soldier's Ring. Der würde sich noch. Es gibt so ein paar, die sich vielleicht noch lohnen. Ich weiß es noch nicht. Also für den Endkampf hier brauche ich es nicht. Bei diesen zwei Tigern wäre es vielleicht noch interessant, einen anderen Ring zu nehmen. Es geht. Ist nur doppelt so groß wie ich. Ah ja, das sind genau diese. Ups. Haha. Wenn ich da jetzt näher komme, würde ich verflucht werden. Oh, sie hat mich schon zweimal getroffen, habe ich gar nicht gemerkt. Ach nein, ich verliere permanent Lebenspunkte. Da muss ich aufpassen. Okay, das war nicht so schlau, gebe ich zu. Okay, ich darf nicht ganz so unvorsichtig werden. Wieder. Autschi. Einmal heilen. Sagen, ich gewinne. So, auf nach Chandra. So, und wieder porten wir uns raus. All dieweil ich gerne noch leveln und mich heilen möchte, bevor es jetzt wieder weitergeht. Weil da kommt dann der dritte Boss, das ist ein optionaler Endboss, den man nur in den Add-on-Content freischalten kann. Und den habe ich noch nie bekämpft. Insofern habe ich keine Ahnung, wie er funktioniert. So, Dex. Yeah, ein Schaden mehr. Geil. So, 55.000. Sie war im Prinzip der Endboss des Spiels. Aber wie gesagt, es ist jetzt noch einer dazugekommen. Dieser Aldia heißt der Kerl. Den mache ich jetzt gleich. Wahrscheinlich Seele.
Gib, gib. 30.000? Fehlt nicht mehr viel. Healed Souls. So, ich versuche jedes Level, das ich kriege, aus diesem Spiel rauszupressen. Da ist auch Pharos. So. Und da ich kurz vor einem Level bin, wieder halbwegs, gehe ich jetzt Sachen verkaufen. Na, keine Chance. Lass keine Chance fallen. Oh, aber ich glaube, die Tussi in Majula verkauft mittlerweile unendlich viele Chunks. Wenn ich den Endboss gelegt habe, glaube ich, macht die das. Das sind die Aufwertungsmaterialien, diese Chunks. Also Titanite, Titanit ist das Material generell, um Waffen aufzurüsten. Und da gibt es halt Splitter. Große Splitter und ganz große Splitter quasi. So. Curved Great Sword, 155. Great Axe, 180, 210. Ach ja, das Ding hat ja keine Haltbarkeit. Aber die Waffe war cool, als ich sie benutzt habe. Und das ist 60 immerhin. Great Hammer. DB, dann kommt das Ding auch mal weg. Twin, der interessiert mich nicht. Und der Dragon Tooth ist so das Interessanteste von den Dingern hier. Broadsword plus 7. Blue Flame. 86, 120. Ich weiß nicht, das ist nicht so eine Waffe, die ich benutzen würde. Und das benutze ich auch nicht mehr. So. Bisschen aufräumen. Hier dürfte ich nichts doppelt haben. Hier auch nicht mehr. So, was haben wir denn hier? Irgendwas mit Spell Usen. Uses. Brauche ich nicht. Eins, sechs. Sechs Stück von den Teilen. Cool. Die kann man farmen. Das Tolle ist, das sind die Schollen. Das sind die größten Teile, die es gibt zum Aufwerten. Die braucht man, um eine Waffe von plus 9 aufs Maximum auf plus 10 aufzuwerten. Und die kannst du farmen. Die Gegner davon, die das fallen lassen, die spawnen unendlich nach. Die da, die das hier fallen lassen, also eine Stufe drunter, die gibt es nur in begrenzter Ausführung. Das ist irgendwie etwas sinnfrei. Ja. Also noch ein, zwei Gegner machen und dann. Ach ja, ich kann sogar schon aufsteigen. Ja, cool. Dann lass uns doch instant wieder zurück. Fast instant. Noch einen Chunk fallen? Nein, die lassen keine Chunks fallen momentan. Das ist ein bisschen bedauerlich. Gut.
Ja, dann wie gesagt noch ein Level machen und dann geht's an Aldia, den ich wie gesagt noch nie bekämpft habe. Ich habe keine Ahnung, wie er funktioniert. Ja. Moment, Kabelsalat. So. Lotti, dich brauchen wir. Noch mal einen Schaden mehr. Sehr gut. Ein Wert, den ich anheben kann, der 0,0 Effekt hat. Nicht ein Wert steigt. Fantastisch. Hier steigt wenigstens noch ein bisschen die Attacke. So. Ja, dann nochmal ins Schloss. Und den dritten von diesen Bossen erledigen. Man darf gespannt sein. Dankeschön. Erst noch ein paar Gegner ausräumen. Sollst du das machen? Böse, böse. Bambusel ich mich hier fast wieder selbst. Gut. Wir kennen diesen Thronsaal. Wer baut eigentlich hier so unter Tage in irgendeiner Tropfsteinhöhle oder in irgendeiner Höhle? Ich meine, es sieht cool aus, aber wer baut denn hier einen Thronsaal? Many monarchs have come and gone. One drowned in poison, another succumbed to flame. Still another slumbers in the realm of ice. Not one of them stood here. As you do now. You, conqueror of adversities. Give us your answer. Tja, hier ist meine Antwort denn. Hallo. Darf ich dich schon angreifen? Oh, der macht viel Schaden, wenn ich da so in seinem Feuer stehe. Okay, ich habe nicht viel Schaden gemacht und habe viel gekriegt. Das ist die erste Lektion, die ich gerade gelernt habe. Er macht Feuerschaden, insofern könnte ich mir überlegen, einen Feuerresistance-Ring mitzunehmen. Das war nicht die Taste, die ich drücken wollte. Komm her. Erstmal das da wieder. So, jetzt haben wir Feuerresistenz dabei. Los, lass mich durch. Lass mich mehr durch. Ist eigentlich dein Bruder da, Playstone?
Ach so, müsste gerade Schulhaus haben. Ich verstehe. Ich kann mir vorstellen, dass er zu Elden Ring auch gerne dabei wäre. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn er auch kommen würde. Ja. Brennst du die ganze Zeit? Kriege ich davon Schaden? Wow. Das ist ja fies. Brennst du jetzt immer noch oder geht das jetzt? Okay. Ah, jetzt kriegt er auch mehr Schaden. Wow. Ja, ich bin halt nicht so der Fernkämpfer im Moment. Na? Ach, Zacker. Gut, ich meine von der Grundtaktik her. Kann das hier funktionieren? Muss ich die Attacke nochmal machen? Ah ja, immer wenn er angreift. Oh Gott, das sieht aus, als würde das gleich mächtig explodieren. Okay. Komm schon. Einmal heilen. Oh Gott, was macht er denn jetzt schon wieder? Ich glaube, du brennst. Das haben wir in den 90ern mal gesagt in der Schule, so nach dem Motto, ich glaube, du spinnst. Aua! Brennst du jetzt permanent oder lässt du das nochmal? Ja. Okay. Ruhig gut. Einfach Geduld haben. Er wirkt jetzt nicht so, als wäre er unglaublich schwer. Geht das? Kann ich das machen? Ja. Gewonnen. Okay, war jetzt nicht so mega schwer. Dankeschön. The throne will certainly receive you, but the question remains. What do you want? Tell me. Light, dark, something or something else entirely? So, solange ich jetzt hier dieses Licht nicht anwähle, glaube ich. Ich glaube, ich kann theoretisch sogar raus. The Throne. Ich klicke mal. Ich möchte keine Macht. Ich trage zwar eine Krone, aber nur aus pragmatischen Gründen. Mag den Sprecher.
So. Jetzt kommt das Outro. Aber ich glaube, bevor man ins New Game Plus geht, kann man tatsächlich noch die gesamte Welt abfarmen und Zeitquesten machen und alles. Ich habe ja zum Beispiel diese Queste mit diesem Mörder da in der Zelle. Die kann man jetzt weitermachen. Und es gibt ja noch zwei optionale Bosse, die ich eigentlich auch noch gerne legen würde. So, ich hoffe, ihr seid nicht böse, wenn ich das abbreche. Ich bin etwas. Ich kann es nicht abbrechen. Dann müssen wir uns das wohl angucken. Ja, ich gucke sie auch nicht so gerne, weil sie oftmals sehr lang sind, aber ich habe gerade alle Tasten probiert und es lässt sich nicht abbrechen. Dafür kriegt man ein schönes Klavierstück vorgesetzt. Credits sind dann noch cool, wenn sie irgendwie noch Artwork einblenden und vielleicht noch ein bisschen Story erzählen, vielleicht eine Animation drin. Oder von mir aus Outtakes. Outtakes machen natürlich in so einem Computerspiel wie dem hier keinen Sinn, aber ja, gibt ein paar schöne Sachen, die man bei Credits machen kann, außer einfach nur den Text einzublenden. Bestimmt. Wie wär's so mit Donnerstag? Also morgen geht wahrscheinlich nicht, weil ich morgen im Auto sitze für eine Zeit lang. Und da weiß ich nicht, ob ich hinterher noch viel machen möchte. Mittwoch ist ja Minecraft-Stream, den ich gerne beibehalten würde. Insofern würde sich der Donnerstag momentan anbieten. Ich kann sie immer noch nicht abbrechen, die. Dämliches Enter. Schwimmtraining bis abends um 7 Uhr, RW. Okay. Dann muss ich gucken. Ich meine, Wochenende geht sicher, geht auf jeden Fall. Samstag bietet sich dann auch nochmal als Alternative an. Ja, das wären so. Das wäre dann noch die Alternative, die ich anbieten könnte. Spaß hast du und bist gut beschäftigt. Sehr schön, das freut mich sehr. Könnte sehr spät werden. Also am Samstag meinst du, oder?
Donnerstag. Okay. Ich sag mal, jetzt ist ja noch Montag und wir können uns noch ein bisschen Gedanken machen, wie wir es zeitlich unterkriegen. Insofern schauen wir einfach mal. Donnerstag. Wie gesagt, Samstag wäre noch eine Alternative. Bevor es zu spät wird, ich muss Freitag auch arbeiten. Ich meine, das ist bei mir nicht so das Problem, weil ich ja meistens nicht, wenn du nicht früh ins Bett geschickt wirst. Ach ja. Wann musst du denn normalerweise ins Bett? Aber du musst, glaube ich, auch früh aufstehen. Ihr steht ja, glaube ich, immer so 6:30 oder wann auf oder so. Unter der Woche 9 ins Bett und 5:45 aufstehen. Ha. Ich gehe mal so von 8 Stunden Schlaf aus. Man würde theoretisch 10 ins Bett. Das müsst ihr wissen. Würde aber theoretisch 10 ins Bett auch reichen. Meiner bescheidenen Meinung nach. Aber dann wird es Donnerstag möglicherweise dann nix. Dann würde ich eher den Samstag festhalten. Mann, die Credits dauern so lange und ich kann sie nicht abbrechen. Das ist ja fies. 6:15 ist aber auch eine ungastliche Zeit. Ja, und ich kenne meine Schwester. Das ist richtig. Na komm schon, ihr Credits, nicht so. Okay, das sind jetzt die ganzen Sprecher. Dennis das Hurz-Bachmeier. Interesting. Supervisor, ja. Producer, ja. Dass sie so große Abstände dann auch drin haben müssen. Hey! Sobald die Copyrights kommen, dann hat man's bald. Echtes Dark Souls 2 von 2011. Ist das Spiel auch schon wieder 11 Jahre alt? Naja, das kann auch was anderes sein. Sind vielleicht die Musikstücke oder so. Oder Computer Engines, was auch immer sie da verwendet haben. Juhu. Und das wird jetzt in der Mitte stehen, so wie sie es gehört? Nein? Hm. Hatte gehofft, es geht schneller. Juhu, es ist fertig, genau. Okay. So. Aldia, gabst du jetzt keine Punkte? Ich bin ein bisschen enttäuscht. Keine Seele? Wow. Okay. Naja, jetzt können wir zumindest mal noch so ein paar Minuten diese Sidequest machen. Ob ich die zwei optionalen Bosse jetzt noch probiere, weiß ich nicht. Interessant wäre es schon. Ich habe bei beiden gesehen, dass ich sie schaffen kann. Habe aber zumindest gerade im Moment nicht so die Mega-Lust, das nochmal zu probieren. So, jetzt ist die letzte Lampe an. Und jetzt musst du mir nur deinen Helm geben. Ja, er hat mir Zeugs gegeben. Okay, dann kann ich mich nämlich porten. Quatsch. Welche sind das? Also ich brauche seinen Helm, er hat mir Schuhe gegeben, seine Rüstung nehme ich an. Ich brauche nur den Helm.
Ach so, die Bosse. Genau, die zwei Tiger. Und den anderen, den hatte ich ja vorhin auch schon mal probiert. Das ist dieses komische Engel-Licht-Dingens da. Das war das, was ich als erstes probiert habe. So, Aldias Keep ist... Da. Das mit den Tigern war extrem schade, dass es nicht mehr funktioniert hat, weil... Schnief. Deswegen habe ich jetzt immer eine Ersatzwaffe ausgerüstet. Weil so viel Unterschied macht das jetzt nicht im... Ding jetzt hier. Ah, jetzt muss ich schon wieder tot sein. Damn. Ich muss mich nochmal kurz umbringen. Oh nein, er wird mich umbringen. Mann, schlag zu. So geht das. Vielleicht muss ich mich so umstellen. Ich stehe hier rum. Noch ein. Dankeschön. Nein. Oh Mann, Alter. Ich erschlag dich gleich und geh woanders hin. Dankeschön. Yay. Hey, mach das. So, hier da keine Haare. Genau, dann kommt noch irgend so ein komischer NPC, der einem Dunkelheits-Hex-Zauber irgendwas verkauft. Von dem braucht man den Stab. Ich weiß gar nicht, wie man den kriegt. Außer, dass man ihn umbringt natürlich. Simpleton Spice, yeah. Ah ja, das ist der komische Typ. Scepter. Hallo Heathcliff 76. Hi. Ich hoffe, es geht dir gut. So, muss ich wieder nach Majula? Und da hinten lang. Beziehungsweise, es gibt noch ein anderes Bonfire. Das ist näher. Und zwar... Wo ist es? Huntsman Cops. Da müsste der Typ rumsitzen. Ich brauche seinen Stab. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn dafür umbringen muss oder ob ich dafür... ob ich das Ding auch anders bekommen kann. Hallöchen. The dark. I see. No matter the dark, this land, this king, all the land, save it. No matter. Nein, ach, Moment. Falcon the Hexer Staff. Gerade gucken, wie ich seinen. At faith 20 and intelligence he gives and the sunset staff. Das heißt, ich krieg den nur, wenn ich den Kerl umbringe. Mm.
Ah. Den Stab habe ich wahrscheinlich verkauft. Moment. Den Stab habe ich wahrscheinlich verkauft. Jupp, habe ich. 20 habe ich wahrscheinlich, 14. Ja, sorry. So. Kurz und schmerzlos. Ich will die Sidequeste. Okay, dann nochmal Aldias Keep, so wie immer. So. Wer ist der Nächste? This is Forbidden Son. You could kill a dozen like that. I want you to. They say that she Firekeeper. The girl now. Die Feder. Jojo. Die habe ich ja schon. God, you're Unleash Magic. What do you recall? You've been good to me. Hey, da hübsche Klamotten im Angebot. Vielleicht. Black Witch Trousers. Astrologist's Robe. Ich will davon eine. Und davon eine. So, nur so zum Spaß. Na, wo ist er? Black Witch Robe. Ich habe gerade gekauft. Oh, ich hatte schon eine. Oh, das sieht komisch aus. Da noch die Schuhe dazu. Na, hat man schon mal einen Untoten in Stöckelschuhen gesehen? Da mir das nicht gefällt. Ziehe ich meine Standardrüstung wieder an. Und jetzt ziehe ich auch meine Krone wieder an. Da. Und jetzt belebe ich mich auch wieder. Und jetzt lasse ich den Typ frei, auf dass er mich überall invaden kann. Oh, ich brauch keine Feuerresistenz mehr, also gibt's meinen anderen Ring nochmal. Wo ist er? Da. So. Jetzt bin ich wieder am Leben, ist egal. Ah ja, der verkauft den Krams auch. Okay. Ja, wir haben ihn freigelassen. Ja, 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 ja. So, jetzt will ich noch eine Sache. Blades, Ring plus 2. Dark Souls 2. Ring of Blades, okay. So, und zwar möchte ich den plus 2 Ring. Obtained by defeating 2 Mini-Boss Pursuers and Dragon Lake NG plus. Okay. Kingsgate Bonfire. Kingsgate Bonfire, echt? Und zwar... Damit setze ich wahrscheinlich die anderen Bosse auch nochmal zurück. Aber egal. Was ich jetzt machen will, ist etwas, was ich auch noch nicht gemacht habe bisher. Kampftechnisch. Und zwar möchte ich dieses
Teil zurücksetzen. Daraufhin werden alle Gegner stärker. Ich vermute, dass die Bosse jetzt sogar nochmal dazu kommen. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass ich die Gegner jetzt hier auch nochmal stärker gemacht habe. Sind die Türen nochmal zu? Die sind tatsächlich nochmal zu. Oh oh. Komm mal kurz her. Mach mir mal kurz Licht hier. Ich hab die falsche. Ich wollte das Heilungs-Item ausrüsten, nicht Depp-Chef. Okay, da sind wesentlich mehr Statuen zum Leben erwacht, als ich dachte. War zwar jetzt kein Beinbruch, aber das muss ich besser spielen. Oh. Ja, ja, ist ja gut. Lass mich mal kurz hier raus. Jetzt haben wir schön Licht. Wollt ihr noch kurz herkommen? Nein? Okay. Okay. Ist alles nicht so wichtig. Was ich eigentlich machen will, ist hier hoch. Und da rein. Hallo Typ. Und weg. Und zwar gibt es hier einen offiziellen Thronsaal, würde ich fast sagen. Hallo Typ, dich brauche ich auch nicht. Und hier spawnen jetzt, zumindest mal in der Theorie, 2 Pursuer. Die sind nicht ohne. Upsi. Und tot. Wow. Okay. Ich wollte die immer mal gemacht haben. Der Pursuer war früher mein absoluter Angst- und Hass-Boss in dem Spiel hier. Mittlerweile hat sich das relativiert, ist nicht mehr so schlimm. Aber die lassen halt einen Ring fallen, den ich auf jeden Fall ausrüsten will. Hallo, Typ. Deswegen wollte ich die auch mal probiert haben. Ob ich die jetzt auch heute durchziehe, weiß ich nicht. Im Grunde bin ich jetzt mit dem Spiel durch. Ist nur noch so dieses letzte Quäntchen, was ich vielleicht gerne machen würde. Dammit. Natürlich, der Typ ist auch gekommen. Das ist total logisch, dass ich. Und tot. Jetzt hat dieser blöde Ritter mich komplett aus dem Konzept gebracht. Das heißt, den muss man erst ausschalten, bevor man sich hier reinwagt. Okay, wisst ihr was? Ich mache noch einen Versuch. Und der wird wahrscheinlich schief gehen, aber ich will es trotzdem probiert haben. Und dann hüpfe ich, glaube ich, gleich in Elden Ring rein. Nämlich ein bisschen mehr Lust auf Elden Ring als auf Dark Souls 2. Und ich sehe es schon kommen. Ich bin jetzt mit
Dark Souls 2 durch. Prinzipiell. Und werde es jetzt wahrscheinlich nicht mehr angucken. Obwohl mir streng genommen noch zwei Bosse fehlen. So. Aber egal, den Versuch mache ich jetzt noch. Aua, das war immer viel Schaden, Junge. Hahaha, ouch. Ah. Da muss man echt aufpassen. Ist gut, wenn ihr dieselben Attacken macht. Wenn ihr dieselben Attacken zur selben Zeit macht. Nein! Ist. Hui. Und tot. Als Versuch gar nicht so verkehrt, aber noch nicht gut genug. Aber ich schätze, wenn man die lange genug trainiert, man muss halt wirklich gucken, dass die möglichst zusammenstehen und dass sie möglichst gleichzeitig ihre Attacken machen. Nichtsdestotrotz, ich habe jetzt wirklich das geschafft, was ich in dem Spiel schaffen wollte, nämlich die ganzen Bosse. Ich guck mal, ob ich die anderen drei Bosse jetzt auch noch in 20 Minuten... Okay. Dann farmen wir doch einfach diese Gegner so lange noch. Dann verpasst er nämlich kein Elden Ring. Dann spielen wir noch zwei, drei Versuche oder ein, zwei. Vielleicht schaffe ich es ja auch. Und dann hüpfe ich danach in Elden Ring. Wow, ich würde gerne das anderthalbfache an Schaden machen. Darf ich bitte, Mami? So. Weiter. Ah. Geht noch? Ja. Nein, geht nicht. Doch, geht. Das war gut. Das waren zwei Schläge. Wow. Kann ich das riskieren? Ja, kann ich. Gut. Man kann immer nur so eine Attacke machen, quasi.
Mhm. Ich würde mich gerne heilen. Jetzt. Jetzt gucken, dass ich nicht aus Versehen den Raum verlasse, sonst die spawnen die wahrscheinlich noch. Oh, tot, 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 tot. Schade. Mist, 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 Mist. Tot, 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 tot. Versaut. Ah! Das war ein guter Versuch. Jetzt war ich wieder zu greedy mit dem Heilen. Weil man kann den, wie ich gerade gemerkt habe, wirklich lange ausweichen. Und da muss man halt den perfekten Moment zum Heilen und Zuschlagen abpassen. Na gut. Noch ein Versuch. Dass der Backstep nicht so viel Schaden macht. Wir müssen gleichzeitig angreifen. Einer macht Fernkampf? Nein, macht er nicht. Versaut. Hallo, Hisui. Immer schön, ein freundliches Hallo zwischendurch zu hören. Oh, au, 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 au. Ich bin tot. Nicht. Jetzt bin ich tot. Weil ich nicht weiß, wo der andere ist gerade. Ja. Cheater. Gerade erstmal ein bisschen Ausdauer regenerieren. Okay, dass sie mich beide treffen, hätte ich nicht gedacht. Okay, letzter Versuch. Und dann, egal was passiert, wechsle ich auf Elden Ring. Es funktioniert ja ganz gut. Aber es ist wie in jedem etwas härteren Bosskampf. Man muss viel, viel Geduld und Konzentration beweisen über einen längeren Zeitraum. Das ist... Wenn man dann in 2-3 Schlägen tot sein kann, und ich habe ja schon ein relativ hohes Level, ist das nicht so trivial. Gibt jedes Mal 2860 Punkte. Die anderen Seelen habe ich ja noch da rumliegen. Ah, das war doof. Sehr gut.
nicht. Mist. Ich dachte, ich wäre aus dem Bereich raus. Okay. Oh oh. Okay. Ah. Was haut? Ich hab's Time verhaut. Was haut gerade? Na gut, na gut, na gut, na gut. Ich habe gesagt, das wird mein letzter Versuch. Die sind alle nicht so schlecht, also die werde ich irgendwann schaffen. Wenn ich nur hartnäckig genug bin. Das bin ich jetzt gerade nicht. Deswegen, so. Ich habe zumindest das Spiel durchgespielt und die Endbosse gelegt, die jetzt machbar waren mit dem Level, das ich auch hatte. Ich hätte gerne noch 50 Levels mehr, weil die bringen mittlerweile kaum noch Punkte. Kaum noch Wertverbesserungen. Aber ich habe das Gefühl, dass alle Bosse, die jetzt noch kommen, zumindest mal machbar sind, auch wenn ich noch nicht so gut gegen die ausgesehen habe. Bis auf die Katzen natürlich. Na gut. Und dann beenden wir mal gerade die Aufnahme hier.